Frau Miel, die Ärzte sollten ja eigentlich für Patienten da sein. Was machen Sie bei Medix, dass das so ist? Es sind verschiedene Punkte, die mitspielen, dass wir mehr Zeit haben für die Patienten. Erstens haben wir eine sehr ausgeklügelte, professionelle IT-Infrastruktur, die es ermöglicht, mit einem Übersichtsbild klar die Krankengeschichte vor den Augen zu haben. Dann haben wir ein sehr gut ausgebildetes Personal, also auch im ganzen Team mit den medizinischen Praxisassistenten, die uns viel Arbeit abnehmen. Und wir sind vernetzt im ganzen Medix-Netz mit allgemeinen Ärzten, Spezialisten, wo man sich gegenseitig austauschen kann mit kurzen Rücksprachen, auch schnell telefonisch, wenn ein Problem ist. Warum glauben Sie, dass Sie dann im Medix-Netzwerk effizienter sind als zum Beispiel eine Hausarzt-Einzelpraxis? Wie gesagt, schon die Datenbank, die ermöglicht einem einen schnellen Überblick. Wir haben die Aufgabenverteilung, die über verschiedene Schultern verteilt werden können, sodass der Arzt wirklich sich auf seine Kernkompetenz, nämlich die Patientenbehandlung, konzentrieren kann. Als Patient erlebe ich oft, dass ich immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss, immer wieder die gleichen Untersuchungen über mich ergehen lassen. Das scheint dann einmal ein bisschen ineffizient. Ist das bei Ihnen auch so? Natürlich nicht. Das Wichtigste ist, dass die Kommunikation zwischen dem Behandlungsteam funktioniert. Es ist egal, ob Spezialisten, Allgemeinmediziner, Therapeuten, dass wir alles übermittelt, was wir schon gemacht haben, sei es Laboruntersuchungen oder Spezialuntersuchungen. Und die moderne Datenbank ermöglicht, dass man eben die Übermittlung kann einfach vonstatten führen, dass nicht unnötige Doppeluntersuchungen gemacht werden. Auf einen Satz gebracht, Frau Schmiel, was ist das Geheimrezept von Medix, dass Sie so effizient sind? Es sind verschiedene Punkte. Es ist eben die moderne Infrastruktur, es ist Vernetztheit in einem grossen Team, im Netzwerk und eine gute Aufgabenverteilung, sodass man sich auf seine ärztliche Tätigkeit konzentrieren kann.